durchgeführt haben. Und sie werden dem Hinweis der Aufforderung nicht folgen, wenn dies nicht langfristige Vorteile für sie birgt. Das heißt, es wird hier zu einer Definition kommen müssen für gemeinsames Handeln. Die Politiker haben nun die Verpflichtung, dass sie sich nicht nur auf die gegenwärtigen, dringlichen Probleme konzentrieren und das große Bild außer Acht lassen. Und die Tatsache, dass wir nun eine neue Regierung in den USA haben, führt dazu, dass wir auch eine neue Dynamik genießen können. Und ich denke, das gilt auch für verschiedene andere Länder, so wie die Chinesen gegenwärtig in sich hineinhorchen und analysieren, um herauszufinden, was sie tun müssen. Und genau das muss auch in anderen Ländern passieren. Ich denke, wir können nicht erwarten, dass die Politiker zum G20-Treffen kommen und bereits einen vorformulierten Lösungsplan haben. Nein, sie müssen vielmehr die Notwendigkeiten zuvor definieren. Und sie werden dabei von der Realität angetrieben sein, gemeinsames Handeln für die nächsten Jahre zu entwerfen. Andere Bemerkung von Helmut Schmidt aufnehmen, nämlich die nach der islamischen Welt als einem Akteur in diesem Prozess. Er hat ja von Saudi-Arabien und Indonesien gesprochen. Es zeigt sich ja, dass es gewissermaßen kein natürliches Zentrum der islamischen Welt gäbe, sondern wahrscheinlich mehrere konkurrierende Zentren. Sehen Sie die Perspektive, wie Schmidt, eines islamischen Faktors auf dieser oberen globalen Ebene? Nun, ich denke, das Problem der Zukunft des Islams wird eines der großen globalen Probleme sein, das uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird. Die Zukunft des Islams ist entscheidend. Wird der Islam sich selbst organisieren oder hat sich der Islam in einer größeren Organisation entwickelt oder in kleinteiliger Form? Wird er das tun, um eine universelle Ideologie den anderen überzustülpen, andere zu zwingen, seiner historischen Mission zu folgen? Oder wird der Islam einen eher säkulären Ansatz wählen, in dem der Islam die Religion seiner Bevölkerung wird, jedoch nicht zum Zwang, mit dem sich andere auseinandersetzen müssen? Wenn der Islam den ersten Ansatz wählen wird, dann werden wir eine lange Zeit der Konfrontation vor uns haben, wenn es hier um Konversion geht. Das Überstülpen des Islams über den Rest der Welt, dann werden andere in diesen Konflikt mit hineingezogen. Wenn der Islam hingegen sich eher auf sich beschränkt und sich nicht nach außen wendet, oder er einen multilateralen Ansatz wählt, dann wird er ein wichtiger Teil des internationalen Systems sein. Sehen Sie Chancen für eine säkulare Grundstimmung der islamischen Welt? Säkular nur im Blick auf die andere Welt. Die internationale Umgebung. Wenn ich Henry richtig verstanden habe, hat er zwei verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung der islamischen Welt einander gegenübergestellt. Dem würde ich zunächst einmal zustimmen. Es ist beides denkbar. Ich würde aber hinzufügen wollen und wiederhole mich, wir anderen, zum Beispiel wir Amerikaner, wir Europäer, wir Chinesen, wir Inder, wir Russen, müssen wissen,
dass es diese beiden Möglichkeiten gibt. Es ist ein schwerer Fehler, diese 50 islamischen Staaten jeden für sich relativ schlecht zu behandeln. Vielleicht mit der Ausnahme Saudi-Arabiens, mit der teilweisen Ausnahme Ägyptens, ganz gewiss nicht mit der Ausnahme Iraks oder Afghanistans. Keiner redet über Bangladesch, keiner redet über Pakistan, keiner redet über Indonesien. Riesenhafte Länder mit einer schnell wachsenden Bevölkerung. Iran wird heute am Ende dieses Jahrhunderts über 100 Millionen Menschen sein. Die Türkei wird über 100 Millionen Menschen sein. So zu tun, als ob das eine Quantité negligible sei, ist ein schwerer Fehler fast des gesamten Westens. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Ansatz bei G20 endlich Schule macht, sie einzubeziehen. Wenn man sie nicht einbezieht, macht man denselben Fehler, den man bis in die jüngere Vergangenheit gegenüber der Sowjetunion und gegenüber China gemacht hat. Wir haben uns ja in früheren Zeiten häufig angewöhnt, gewissermaßen die Welt relativ einfach zu scheiden in Mächte, die Status-Quo-Politik verfolgten und solche, die eine Status-Quo-Veränderung, also eine Veränderung der aktuellen Zustände herbeiführen möchten. Und oft haben ja auch diese Kategorisierungen wiederum das Verhältnis der Staaten untereinander bestimmt. Ich glaube, die USA haben sich nie als eine Status-Quo-Macht verstanden, haben immer auf uns Europäer als den eigentlichen Kern sozusagen der Status-Quo-Welt geschaut. Wie sehen Sie beide Indien und China? Was ist die Binnenperspektive der politischen Eliten dieser beiden großen Länder? Es scheint mir, dass der historische Hintergrund Chinas dazu führt, dass sich China eher als gemeinsame Kultur versteht, anders als die europäischen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Die historische Erfahrung bestand darin, dass China niemals in einem internationalen System vergleichbar zum europäischen gelebt hat. Denn China hatte niemals vergleichbare Nachbarn. Und deshalb ist das Problem in der Außenpolitik Chinas historisch zweifach begründet. Erstens geht es darum, wie man die Beziehungen zu den fast stammartig organisierten Nachbarn organisiert, basierend auf dem Prinzip, dass man sich mit dem entfernten Barbarismus beschäftigt und nicht mit dem nahegelegenen Barbaren und eher den Rest des Universums außen vor gelassen hat. Und im Unterschied zu der Diplomatie, wie ich sie gelernt habe in meiner Bildung, wurde dies erreicht durch ein Konfusionssystem, in dem jedes Land kategorisiert wurde als ein Staat, das die Aufgabe hat, gewisse Verpflichtungen hat gegenüber China und entsprechend behandelt wurde. Aber es war eine andere Politik, als die Briten Ende des 18. Jahrhunderts auf die Bühne traten und die Chinesen diese ablehnten. Es war nicht vorstellbar, dass ausländische Besatzer in Peking Fuß fassen würden und Botschafter dort gegenwärtig sind.
Vor diesem Hintergrund muss nun China die Welt verstehen und arbeitet natürlich jetzt auch an ihrem konzeptionellen Verständnis, damit es zukunftsfähig ist. Aber die Verzerrung der chinesischen Geschichte muss mit allen seinen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gesehen werden. Und im Umgang mit den Chinesen, und ich denke, Helmut wird mir hier zustimmen, im Umgang mit den Chinesen ist es als Ausländer so, dass die Chinesen ihre Macht zeigen, dass sie natürlich ihre Macht zeigen. Gegenwärtig, das tun sie. Und wenn Leute aus dem Westen nach China kommen und sie belehren, weil sie glauben, sie wüssten alles, ist es jedoch so, dass die Chinesen hier ihr Ohr verschließen, weil sie sich eben niemals in diesem internationalen System behaupten mussten. Aber ich denke, die Auswirkung Chinas wird überall zu spüren sein, egal was sie tun. Aber es handelt sich hier auch nicht um eine militärische, aggressive Macht. Indien nun. Ich möchte kurz Helmut Schmidt hören, inwieweit er mit Ihnen übereinstimmt zu China. Und dann gehen wir auf Indien noch einmal über. Denn mich würde interessieren, ob Sie die beiden gewissermaßen in Harmonie oder in Kontrast zueinander sehen. Helmut Schmidt. Man kann einen Kontrast oder einen Konflikt zwischen China und Indien nicht total ausschließen. Er kommt mir aber nicht sonderlich wahrscheinlich vor. Immerhin ist da eins der höchsten Gebirge der Welt dazwischen. Und dieses hohe Gebirge hat sich über Jahrtausende bewährt als Scheide zwischen dem Riesenvolk der Chinesen und den vielen Völkern der Inder. Indien wird in der Mitte dieses Jahrhunderts 1500 Millionen Einwohner haben. China wird in der Mitte dieses Jahrhunderts auch 1500, vielleicht ein bisschen mehr, Millionen Einwohner haben. Es gibt einen großen Unterschied. Die Chinesen können alle dieselben Schriftzeichen lesen. In Indien gibt es 18 oder 19 Amtssprachen. In China gibt es keine das ganze Volk, die ganze Gesellschaft deckende Religion. In Indien gibt es zwei große Religionen, Hinduismus und Islam und außerdem die ganz wichtige Philosophie des Buddhismus. Indien ist sehr viel heterogener als China. Das, was Henry über China und die chinesische Geschichte der letzten 5000 Jahre gesagt hat, möchte ich unterschreiben. China hat sich im Laufe seiner ganzen Geschichte, auch unter Mao und auch später unter Deng Xiaoping und unter Jiang Zemin und unter Hu Jintao, nicht als expansive, aggressive Weltmacht aufgeführt. Sondern die Chinesen haben in bewundernswürdiger Weise eine sehr vorsichtige, gelassene Außenpolitik verfolgt. Sehr viel gelassener als früher die Europäer und sehr viel gelassener als bis vorgestern die Amerikaner. Beide Staaten legen offenbar ja auch einen großen